Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Ladder Game. Wir gehen heute mal mit den Skaven gegen das Imperium in die Schlacht. Und ich habe einen kleinen Clan Scryer Build dabei. Eine Warblitzkanone. Naja, mal gucken, ob die sich rentiert. Die Map ist halt eigentlich total blöd für Artillerie. Eigentlich hätte ich sie fast daheim lassen sollen. Gibt keine gute Position für die Warblitzkanone auf der Map. Wir hätten eigentlich einen Rush-Build bringen sollen. Ich finde die Map irgendwie total blöd. Erstens ist sie total ungebalanced, weil der Spieler, der hier unten aufstellt, der hat schon mal inhärent einen fetten Nachteil. Dadurch, dass wir halt hundertprozentig bergauf chargen müssen. Okay, wir stellen uns mal so hier auf. Unsere Ratten. Frontlinie, wir haben eine Frontlinie aus Clan-Ratten dabei. Die steht mal so hier. Lord Skrolk und seine Goons, die bleiben so hier. Dann die Speere, die wir auch dabei haben, die stellen sich mal so hier hin. Dann haben wir noch eine Einheit Sturmratten dabei. Wir haben zwei Einheiten Giftwindkrieger. Wir haben zwei Einheiten Rattenoger. Und wir haben ein Doomwheel. Und wir haben noch eine Einheit Schleuderer, einfach nur, damit wir ein bisschen was gegen seine Fernkämpfer haben. Und yo, wollen wir mal sehen, wie es jetzt so läuft. Er ist im Wald. Wir bringen unsere Ratten mal hier so ein bisschen raus. Und wollen wir eigentlich hier so kämpfen. Die Jungs hier gehen mal so ein bisschen näher zusammen. Die Fernkämpfer stellen sich mal hier auf. Und er hat dabei einen Dampfpanzer. Aha. Ein Dampfpanzer. Ich bin mal gespannt, ob wir den schon beschießen können. Von hier aus. Oder ob das nicht möglich ist. Dann hat er dabei... Was ist das? Bierhandkämpfer. Okay. Bierhandkämpfer. Oh, er hat viele Bierhandkämpfer dabei. Okay, wir haben... Warte mal. Ich muss mal kurz gucken, ob wir mehr sind. Wahrscheinlich... Oh, er hat nur 300 Mann dabei. Okay. Ich glaube nicht, dass er... Hat er zwei Dampfpanzer? Oh, krass, er hat zwei Dampfpanzer. Okay. Okay. Warp Cannon Light. Ja gut, wir haben Sturmratten gegen die Dampfpanzer. Ich denke mal, wir werden die fast ein bisschen weiter vorstellen. Wir haben unsere Giftwindkrieger gegen die Dampfpanzer. Wir können seinen General netzen, der auf einem Greifen rumfliegt. Wir haben unsere Assassine am Start. Wir haben die Giftwindkrieger. Wir gehen mal hier so ein bisschen in den Wald rein. Der hier geht mal in die Nähe des Waldes. Die Warblitzkanone schießt auf seinen General. Wir rücken noch ein Stückchen weiter vor. Jetzt ist halt die Frage, sollen wir angreifen? Ich würde halt gerne vorher noch wissen, was er so hat. Nein, Lag. Haben wir Lag? Oh, wir haben, glaube ich, Lag. Es war schon so verdächtig, dass der Typ so lange reingeladen hat. Aber es hält sich in Grenzen, alles gut. Okay, die Warblitzkanone feuert. Wir können seinen General auch netzen, wenn er jetzt hier näher rankommt. Ich meine, das Schöne an den Ratten ist halt, ihr könnt... diese Frontlinie ist eigentlich ziemlich unwichtig. Also, die halten zwar ein bisschen, aber... Solange auf die feuert, ist alles gut. Wir müssen uns den Rattenoger in Sicherheit bringen. Die sind nämlich sehr wertvoll und da hat er schon drei getötet. Das ist ziemlich schlecht. Nee, ich habe keinen Bock. Wir greifen an. Wir greifen an. Wir lassen zwei Speere bei der Warblitzkanone. Wir greifen jetzt an. Wir greifen an. Ich habe keine Lust, jetzt hier lang zu stehen. Vor allem bei so einem lägigen Spiel. Da habe ich keine Lust drauf. Ihr könnt mal normale Geschwindigkeit machen. Die Frontlinie, während wir die anderen hier hinter mitkommen. Warblitzkanone feuert weiter. Was wir jetzt hier auf jeden Fall machen müssen, ist unsere unsere Giftwindkrieger schützen. Die haben hier nämlich eine sehr wichtige Rolle. Die
Speere, die chillen einfach hier hinten. Die brauche ich nicht unbedingt hier vorne. Und wir haben natürlich auch noch den Warp-Blitz. Und ich habe irgendwie vor, so von der Flanke hier zu kommen. Hier rumzukommen und ihn von daher aufzurollen. Während unsere Truppen ihn hier einfach binden sollen. Unsere Frontlinientruppen. Ich stelle dich mal so hier auf. Rolls Groll kommt mit hier vor. Er auch. Das Doomwheel, das bringt sich in Position. Ihr kommt hier mit hin. Ihr Jungs, ihr feuert einfach mal auf den General. Die Ogre, die sind schnell. Die können auch durchaus hier beim Doomwheel chillen. Und er kommt jetzt hier rein. Okay. Das macht nichts. Wir holen ihn uns einfach. Wir können jetzt auch mit der Warblitz-Kanone weiter feuern. Unsere Infanterie läuft einfach weiter. Aber wir können ihn hier jetzt schon mal gut isolieren. Hoffentlich. Infanterie einfach weiter latschen, los geht's. Wir umzingeln ihn hier so gut wie es geht. Warblitzkanone feuert. Die Jungs hier greifen sich jetzt mal den. Das Doomwheel brauchen wir jetzt auch. Das kommt hier rein. Man, unsere Ratten werden natürlich krass verlieren, das ist klar, die Frontlinie. Lord Skroll geht mit in die Frontlinie rein. Wir können hier mal einfach noch mehr Ratten beschwören. Hier kommen wir von hinten rein. Oh, er hat Kavallerie. Er hat Kavallerie. Interessant. Die können wir hier einfach mal binden. Das Doomwheel, da müssen wir aufpassen, dass das nicht fangen wird. Aber der eine Warp, Dampfpanzer ist schon fast tot. Das ist sehr schön. Ich denke, dass die das hinkriegen hier noch restlich. Die Assassine kommt mit vor. Die Rattenoger, nee, die brauche ich jetzt hier eigentlich nicht mehr. Unbedingt. Wir können hier auf den Held schießen. Den nächsten Dampfpanzer hätte ich gern mal langsam tot gesehen. Ja, cool. Er wird jetzt hier genetzt. Und wird zerschossen. Die Assassine macht den Fansammler auf ihn. Wir brauchen hier jetzt halt unsere helle Baden. Ich hätte fast gern noch eine Einheit Speere mit vorne jetzt hier. Doomwheel fährt einfach weiter durch seine Truppen. Lord Skrolk kann auch mal gerne eine kleine Postprobe hier geben von seiner Magie. Und einfach mehr Ratten beschwören. Wir brauchen einfach hier noch mehr Ratten. Okay, er kommt jetzt hier zu den Fernkämpfern, aber er ist halt noch genetzt. Das ist sehr schön. Die Warblitzkanone feuert auch noch. Das Doomwheel macht hier richtig Ärger. Das Doomwheel fährt durch die Truppen durch. Und überall, wo das Doomwheel ist, da gewinnt man eigentlich fast. Kann man fast sagen. Wir holen uns hier noch mehr Ratten. Dumme ist nur. Ah, okay, sein General ist jetzt beim Doomwheel. Wir könnten es theoretisch nochmal netzen. Beziehungsweise ihn. Wir müssen von dem Doomwheel hier ein bisschen vor ihm abhauen. Hier ist noch eine Einheit Clan-Ratten. Die kommt jetzt mal hier in den Rücken. Fernkämpfer können auf den feuern. Und jetzt ist der Dampfpanzer natürlich schön hier in Bedrängnis geraten. Er kommt jetzt hier genau vor die Flinte unserer Fernkämpfer. Hier drüben müssen wir jetzt mal das Doomwheel irgendwie beschützen. Wir müssen hier mal weg. Die Ratten hier halten die Jungs auf, damit das Doomwheel entkommen kann. Und wir müssen jetzt hier unbedingt den Dampfpanzer platt kriegen. Die Jungs hier kommen hierher mit. Lord Skrolk, wir brauchen mehr Ratten. Und wir können auch mal das Lieber Bobonikus hier casten. Das Doomwheel ist entkommen. Sehr schön. Ich schnapp euch jetzt bitte mal den Dampfpanzer hier endgültig. Hier können wir weiter feuern. Ich glaube, es sieht gerade ein bisschen schlecht aus für meinen Gegner. Yo, yo, yo. Ich glaube, das sieht schlecht aus für ihn. Sag mal, seid ihr eigentlich auf... Ach, deswegen feuern die nicht vernünftig. Die hauen immer nur ab. Das ist schlecht. Die sollte man eigentlich immer auf Wächter oder nicht darauf einstellen, dass sie abhauen. So, ich will eigentlich nicht im Wald kämpfen, aber hier hat er den Kampf eh schon verloren, im Grunde genommen. Gehen wir hierher zurück. Ja, das war's. GG an meinen Gegner. Ich mag die Skaven. Ich glaube, ich muss die jetzt öfter spielen. Wieder mal. Ich habe die ja, als Model Empires rausgekommen ist, fast nur gezockt. Und jetzt ewig nimmer. Und ich habe mal wieder Lust auf die Skaven, glaube ich.
Nachdem das ist meine eigentliche Lieblingsfraktion, das Imperium, mir momentan nicht so gut dasteht, hätte ich mal wieder Lust auf die. Ja, seine Truppen haben hier nicht. Haben einfach nicht genug Ratten getötet, aber die Frontlinie hat schon ganz schön versagt bei mir. Das war schon ziemlich heftig. Schaut mal an, ich habe fast keine Kills gemacht. Aber es läppert sich dann halt doch irgendwie mit der Zeit. So, gerade das Doomil, das ist so eine starke Einheit, das ist wirklich unfassbar. Die Demigreifen hätten sofort das Doomil vernichten müssen. Aber ja gut, vielen Dank an meinen Gegner, vielen Dank bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.